Also, das Eis läuft uns nicht weg. Wir könnten uns weiter umsehen. Hey, mein Ich werde darüber nachdenken. Hey, mein Leutchen. Oh Mann, jetzt klingst du wie Marcus. Nein, Marcus klingt so. Ich werde darüber nachdenken. Siehst du? Ein feiner Unterschied. Ja, ein sehr feiner. Hey, meine Leutchen, und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen ein bisschen Gears of War 5 und mal gucken, was sich denn unterm Eis befindet. Ich weiß nicht, wie lange dieses Level noch funktioniert. Oder wenn wir dann ins nächste stoßen. Jetzt spielen wir mal gute Dinge, dass es nicht mal allzu lange dauern sollte. Kate, ein kleines Detail. Wenn wir das Eis durchbrochen haben, könnte es schwer werden, wieder hochzukommen. Damit müssen wir dann wohl klarkommen. Gut beobachtet. Wo hat er das Zeug? Ach, steht da. Na gut, dann zünden wir den Phosphor mal an. Wo? Stehe ich zu nah dran? Ich navigiere. Na, viel hast du ja nicht. Ich muss ja nur an die Seite fahren. 20 Meter. Ach, hier. Das habe ich gesucht. Ach. Komm, wir verlassen uns. Ich denke, wir haben vieles gefunden. Vor allen Dingen einen Check aufgebessert. Das reicht. Warte mal kurz. Was? Dieses Zeug da. Es heißt Phosphor. Ja, na schön. Es braucht also Sauerstoff und Wasser. Ja? Tja, wir setzen es einer Riesenmenge Eis aus. Also... Sauerstoff und Wasser? Ja. Das wird schon. Und woher weißt du das? Thermodynamik. Na, Reaktionskinetik. Kann mir mal jemand verraten, wann die Chemiestunde vorbei ist? Das wird schon. Das wird schon. Na los. Komm schon, komm schon. Nur so, ein Stückchen weg. Ah, besser. Genau. Sicherheit geht vor. Ich hab's ja gesagt. Gleich ist weg. Siehst du? Alles gut. Da. Das muss der Funkturm von Kadar sein. Okay. Komm schon. Und schon sind wir ins fünfte Kapitel reingerutscht. Weißt du, du musst nicht ehrlich sein. Sehr schön. Früher oder später wissen sie, wer du wirklich bist. Na, das wollen wir rausfinden. Ich weiß es nämlich nicht. Okay, wo will ich hin? Will ich erst nach vorne oder will ich erst nach links? Wir kommen da nicht rein. Nicht solange diese Türme da sind. Ah, okay. Ich muss erst in die Richtung. Dann war es ein bisschen doof. Vorsicht! Nein! Hab überlegt, was zu machen. Weg.
ob es einfach nur nicht weitergeht. Aber nein, die schießen auf einen. Und wie nett die schießen. Ach, das muss ich denen so sagen. Du bist der Bordtrack. So, wir sind einmal hier. Nehmen uns das mit. Boah, nochmal 5. Ich glaube, alles können wir uns nicht. Alles können wir nicht machen, aber. Klingt so, als hätte es geklappt. Scheiße, wir haben nicht alle erwischt. Es muss noch einen Generator geben. Dann gucken wir mal hier hin, das habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass hier auch noch was ist. Liegt hier noch was anderes rum? Okay, hat geklappt. Einmal frei. Bist du bereit für ein paar Antworten? Na klar. Mehr als bereit. Was für ein Tor. Steck die Hand rein. Ich wurde gestochen. Du regst dich so auf? Wegen einem Nadelstich? Ich habe empfindliche Hände. Ordentliche Identifikation ist für den Einlass erforderlich. Der Zutritt wurde verweigert. Guten Tag. Was? Und dann steckt man eigentlich nicht mehr rein. Bist das du? Ordentliche Identifikation ist für den Einlass erforderlich. Ordentliche Identifikation? Hey, probier's ruhig aus. Aber es tut mehr weh, als du denkst. Als du denkst. Zutritt gewährt. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause? Bitte sehr, folgt mir. Oh, ich bin so aufgeregt. Was ist denn hier? Willkommen zu Hause. Bedarf das wirklich einer Erklärung? Ich mag den Kauderwelsch redenden Niles mehr als diese kryptische Mülltonne. Ah, du bist wohl auf mein minderwertiges Konstrukt getroffen, in New Hope. Was zur Hölle? Drin ist es eiskalt. Meine Güte. Offenbar sind einige unserer Cryojets defekt. Das muss ein Systemfehler sein. Was du nicht sagst. Natürlich können wir erst fortfahren, wenn die Cryojets deaktiviert sind. Wärst du bitte so freundlich? Na klar. Erbärmliches Mülleimer-Arsch. Kryojets werden vermutlich genauso wie die Türme angetrieben. Suchen wir den Generator. Zack und rein. Oh, da liegt noch eins. Mal kurz schauen, wie viel wir haben. 28. Dann können wir aber bald nochmal aus den Vollen schöpfen. War hier noch was? Nein. Sollten wir zum Mülleimer zurückkehren. Ich habe ja eigentlich hier 4 Stück. Ich kann schnell Waffen wechseln. Sehr gut. Ja, der kommt schon klar. Ich wollte diese Cryojets schon seit geraumer Zeit zurücksetzen. Niles,
Spaß. Das? Nur die Überreste eines alten Betriebsunfalls. Guck mal hier rein. Diese Tanks sind die gleichen wie New Hope. Ja, hab's bemerkt. Oh, stimmt. Als meine Arbeit dort begann, habe ich versucht, Kinder mit Rostlunge zu heilen. Aber im Laufe der Zeit änderten sich die Dinge. Die Kur wollte Medizin. Ich gab ihnen Götter. Naja, Schnee von gestern. Und wieder was gefunden. Sehr schön. Und auch ein paar Punkte. Ich überlege gerade, was wir die aussetzen können. Hier haben wir alles voll. Hier auch. Bleibt uns noch das und das. Für alles reicht es nicht, da wir nur 36 haben. Aber dann wäre ich lieber hier für diese Punkte. Jetzt habe ich es gefunden, schwere Waffen. Jetzt kann man sie auch holen. Toll. Wir gucken uns noch hier ein bisschen um. Betriebsunfall hinterher. Das ist nichts. Bitte folge genauestens meiner Tour. Ich mache das so selten. Ah, schade. Ich dachte, ich komme hier rein. Komm noch ein bisschen umgucken. Hat nicht ganz funktioniert. Wenn ich bitten darf, ja. Hier entlang. Ob das dann gleich alles rausgekrabbelt kommt und uns dann jagt? Bitte, hier entlang. Warum seid ihr hierher gekommen, nachdem die Kur euren Laden dicht gemacht hatte? Unsere Familie braucht einen Ort, um weiterzuarbeiten. Ungestört. Deine Familie hat das niemals allein gebaut. Du besitzt sicher nicht die nötige Sicherheitsfreigabe für diese Information. Das nächste Areal ist wirklich faszinierend. Ach so, macht gerade was. Was zur Hölle? Jedem Durchbruch gehen viele Fehlschläge voraus. Hier befinden sich einige instabilere Subjekte. Dieser Durchbruch, wie ist der euch gelungen? Durch Zufall stießen wir auf das Kind eines Minenarbeiters. Immun gegen Alterung, Krankheiten, wie eine Tochter zogen wir sie auf. Ob wir das immer, sie vielmehr? Ich denke, irgendwas hat es damit zu tun. Oh, hier ist noch eins, schön. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt eigentlich haben. Acht. Also acht brauchen wir, 16 und... Ach, da ist er. Ah, das dürfte für Sie von besonderem Interesse sein. Was ist das? Das ist einer unserer ersten erfolgreichen Hybriden. Hybrid? Also ein Locust? Ein und dasselbe. In unserer vorherigen Anlage gab es Probleme mit der genetischen Stabilität. Die Sires waren unruhig und steril. Ein Problem, ganz offensichtlich. Aber die Locust waren anders. Gut zu kontrollieren. Die perfekten Soldaten. Und glücklicherweise zur Vermehrung fähig. Was war anders an ihm? Ihre Zellen. Die Kinder der Arbeiter aus den Emulsionsminen waren genetisch höchst interessant. So wie die einheimischen Kreaturen der Hohlmasse. Und sämtliche genetische Forschung? Ist hier drin? So ist es. Oh, Scheiße. Hey, hey, Jack, Jack, komm her! Du musst alles von diesem Terminal runterladen. Oh Mann. Ich glaube, ich will nicht wissen, was manche dieser Dateinamen bedeuten.
Aber als das Ausmaß der genetischen Immunität gegen Emotionen eines ganz besonderen Kindes deutlich wurde, begann unsere Arbeit erst richtig. Bitte, nur zu. Das ist natürlich Myra. Oder wie ihr sie kennt, Königin Myra. Du hast sie mit den Sayers gepaart? Nichts derart Grässliches. Ihre Stammzellen waren jedoch mit der DNA des Sayers erfreulich kompatibel. Aber wir haben vieles unterschätzt. Die mütterlichen Gefühle der jungen Myra etwa. Lass mich raten. Sie hat ihre Kinder gegen euch eingesetzt. Nein, nein, nein. Nun ja, doch. Was ich aber meinte, waren ihre eher traditionellen Muttergefühle zu ihrer Tochter. Die kleine Rayna. Deine Mutter. Was? Du lügst. Das tue ich nicht. Deine Mutter wurde hier geboren und uns von ihrem rückgratlosen Vater geraubt. Dadurch wurde die unglückliche Rebellion der jungen Myra ausgelöst. Warum erzählst du mir das? Du besitzt so viele Gaben, die du noch nicht verstehst. Hey, was ist hier los? Er wird dich töten, wenn er es erfährt. Das werden sie alle. Was hast du gesagt? Oh. Hey, hey, was machst du? Warum bist du mit mir gekommen? Was hast du mit JD besprochen? Kate, ich werde dir nichts tun. Nein? Vielleicht solltest du. Oder ich tue es selbst. Hey. Das würde die Verbindung zwischen dir und den Lockers tatsächlich trennen. Nein, halt Maul! Ich werde nicht zulassen, dass ich ende wie meine Mutter. Deine Mutter? Was haben sie mit deiner Mutter angestellt? Im Schwarm. Sie haben sie verändert. Sie wurde getötet. Ich habe sie getötet. Aber das ist der Prozess, der es ihnen erlaubt zu lernen und zu wachsen. Ohne Königin fehlt ihnen die Führung. Siehst du? Ich bin eine Waffe. Nein. Das bist du nicht. Weißt du, in der Siedlung, als ich in dem Häscher gefangen war, hatte ich die Kontrolle über sie. Was? Ich glaube, ich habe Oscar getötet. Warte mal. Glaubst du das? Oder hast du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will wieder klar denken können. Ich will, dass es aufhört. Okay. Und du wirst dafür sorgen. Und was, wenn nicht? Dann löschen wir dich und vernichten deine ganzen kostbaren Forschungsergebnisse. Bitte, dann lasst mich euch helfen. Und wir sollen dir das einfach so glauben? Ihr dürft trauen oder misstrauen, wem auch immer ihr wollt. Eines muss ich wissen. Deine Mutter und der Schwarmstock, wehrte sie sich? Natürlich hat sie das. Wie befürchtet. Die junge Myra brauchte keine solch grobe Einverleibung. Knight, verrat mir eine Sache. Dein Großvater. Wer war er? Einer meiner besten Genetiker. Er floh mit der kleinen Rayna, weil er nicht mehr an unsere Arbeit glaubte. Wusste Myra, wo er sie hinbrachte? Ich sagte Myra, Rayna wäre bei einem Fluchtversuch gestorben. Ich nahm an, die Sache wäre damit erledigt. Ich habe mich verkalkuliert. Aber scheinbar haben wir noch eine Fehlfunktion. Vielleicht kümmerst du dich darum. Okay. Da kann ich nicht rein. Wo ist denn hier wieder so ein Ding? Schön. Da sind wir wieder.
geschafft. Dein kleiner Freund ist wirklich praktisch. Ja. Pass auf, du Mülleimer. Jack ist vergeben. Nun, ihr geht ein reizendes Pärchen an. Okay. Was kann ich denn mit dem Rohr machen? Bitte, halt. Folge mir. Sehr große Waffen. Ich glaube, hier kommt gleich irgendwas Großes rein und so vieles Kleines, was wir dann erledigen dürfen müssen. Ich guck mal kurz nach hier. Ich bin so. Ich dachte, hier in der Ecke verbirgt sich noch irgendetwas, aber nein. Nein. Dann gehen wir weiter. Bitte folge genauestens meiner Tour. Ich mache das so selten. Wir sind fast da. Sag mal, wie fühlt es sich an, wenn sich das Lebenswerk gegen einen richtet? Ich entschied mich, es anders zu betrachten. Die Locusts strebten nach Unabhängigkeit. Mira wies ihnen den Weg. Ich war immer sehr stolz auf deine Großmutter. Auch jetzt noch. Was ist das bloß für ein Ding? Die Matriarchin entstand aus den Stammzellen deiner Großmutter und Saya-DNA. Sie hat Myras Fähigkeit verstärkt, mit den Locusts zu kommen. Was hier? Dank diesem Gerät lernte Myra, ihre Kräfte zu kontrollieren. Aber wir können damit auch deine Bindung kappen, wenn du willst. Wie funktioniert das? Indem ich dein Hirn leicht beschädige. Wie bitte? Was heißt ihr Hirn leicht beschädigen? Ihre Verbindung zu den Locusts basiert auf einem genetischen Algorithmus in ihrem Temporallab. Diese Änderung bedarf einer Betäubung, würde ich sagen. Wie eine Lobotomie. Eine Lobotomie ist sehr invasiv. Das hier ist gezielt. Während ich arbeite, wird die Matriarchin deinen Verstand steuern, unbemerkt, zu seinem Ziel. Okay, also gut. Nein, nein, nein. Das lässt du schön bleiben. Ich traue dem Teil nicht. Dann beobachte ihn. Aber ich muss das tun. Ich verliere die Kontrolle. Ich will niemandem mehr schaden, verstanden? Verstanden. So schmerzlos wie möglich zu machen. Ja, das rate ich dir. Geht's dir gut? Ja, es geht dir gut. Geduld. Hey, Kate, schon gut. Ich bin hier. Mom.
Mom? Hey, Niles? Niles? Wo willst du hin? Niles! Stopp! Shit! Jack, komm hierher und schalte das ab! Weg da! Na toll. Kate! Bei dir alles okay? Ja, aber... Okay, komm schon, wir besprechen das später. Nein, warte. Er hat mich benutzt. Meine Mutter, sie lebt noch. Was? Es war nicht wirklich sie, aber irgendwie schon. Wo ist er? Notfallabriegelung aktiviert. Na los, er ist hier. Komm schon! Da gehen wir spontan hier lang. Du verstehst sicher, wie gütig ich zu dir bin. Du bist nicht mehr anfällig für den Schwarmverstand und deine Mutter wurde erweckt. Tja, sozusagen. Oh, den Scheißkerl mach ich kalt! Ich glaub nicht, dass er uns hört. Ist mir scheißegal! Kryogenik-Abriegelung beginnt. Verlassen Sie sofort das Labor. Ja. Scheiße. Wir müssen es stoppen. Such nach dem Weg durch. Na gut, ich dachte, hier liegt was rum, aber anscheinend doch nicht. Dann flitzen wir mal weiter. Sehr viele Rohre, aber ich will nichts von dem, was ich... Wir müssen durch das Eis! Ich möchte die Waffen, die ich habe, nicht unbedingt wegschmeißen. Wenn wir diese Abriegelung nicht aufheben. Scheiße! Ich glaube, das war Niles! Dann pack seine Hand auf den Scanner! Identifizierung. Direktor Niles Sampson. Genehmigt. Kryogenik-Abriegelung eingestellt. Von wegen Industrieunfall. Er hat den ganzen Laden hier tiefgekühlt, bevor er verblutet ist. Nimmer wie das. Der Matriarchin ist... Zack. Oh. Das dürfte sicher kein Problem sein. Finden wir einfach nein. Komm. Noch nicht. Die Befreiung der Matriarchin war unklug. Dafür stirbst du. Das heißt, du wirst nie wieder die Erhabenheit deiner Mutter erblicken. So verwandelt. Ich werde dich töten, Niles! Tja, ob noch irgendwas rumliegt, was ich eventuell bräuchte. Wovon zum Henker Niles da redet? Später. Erst ist Niles an der Reihe. Habe ich jetzt was anderes weggepackt? Würde ich sagen, wir müssen näher ran. Vorsicht, mehr Lokes!
Selbstheilung. Wisst ihr, was ihr nicht versteht? Was niemand versteht, ist, dass meine Kinder niemals sterben werden. Nein, ich kann nicht mehr umgehen. Sie wurden entwickelt, um Generationskonflikte. Na toll. Okay, dann machen wir das Ganze noch einmal, weil es mir gerade so gut gelungen ist. Kate, sagst du mir, wovon zum Henker Niles da redet? Später. Erst ist Niles an der Reihe. Ein Kind braucht Spielgefährten. Viel Spaß. Können wir mal ganz kurz gucken, wie er direkt... Ja? Ah, ich kann's sehen! Machen wir sie fertig! Jack, Schaffwolle! Mal gucken, was da passiert. Ah! Lass doch mal das Ding jetzt hier los, guck mal. Aha! Sehr schön. Vorsicht! Mehr Lokes! Trauma-Munition. Ist ja auf den dummen Gedanken kommt aufzustehen. Zack, weg damit. Super. Nochmal. Achso, das ist eine Kugelblase. Wer ist denn das? Der atmet den. Also ich bin sie diesmal nicht. Wenn ich sonst manchmal hören könnte, das bin ich nicht. Wisst ihr, was ihr nicht versteht? Was niemand versteht, ist, dass meine Kinder niemals sterben werden. Sie wurden entwickelt, um Generationskonflikte zu überstehen. Sie können sich zurückziehen oder ruhen. Aber sie kommen immer wieder. Dafür haben wir gesorgt. Ich freue mich darauf, dem Mülleimer das Maul zu stopfen. Ah, die zerfallen dann auch. Interessant. Okay, das haben wir geschafft. Dann müssen wir weiter. Niles darf nicht entwischen. Okay, jetzt habe ich schon mal zwei Waffen. Dummerweise habe ich vorher schon die Munition aufgeladen. Hier hole ich mal noch eine. Ich glaube, hier irgendwo lag noch was rum. Und bei den anderen schauen wir mal, dass wir die noch ein bisschen aufbessern. Ich glaube, so müsste es reichen. Haben wir erstmal ein bisschen Munition. Und hier ist vor allen Dingen nochmal was. Sehr schön. Geht's hier nicht? Ah, Hebel. Immer Hebel auf der linken Seite. Ah, versperrt. Das muss irgendwie aufgehen. Tja, hier hoch? Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Vielleicht kann Jack was machen. Ah, ich kann ihn da lang schicken. Da wird irgendwo was sein. Jack, sieh mal, wo das hinführt. Kate, mehr Lokos im Anmarsch. Dann halt sie auf. Hey Jack, lass dir nicht zu viel Zeit.
Die haben auch gleich die Waffen da drinnen. Ach, kommt die wieder raus? Gut, aber wir gehen. Ich lasse die Dinger nicht leben. Gut, dann erledigen wir sie. War gut, Jack. Der hört sich sonst wie groß. Komm, Jack. Ja, ich sehe dich. Und das eigentlich geschafft? Auf dich kann ich mich immer verlassen. Komm her, du. Ziel ausgeschaltet. Alle tot. Dann verfolgen wir Niles. Na, mal gucken, wie mir das jetzt gelingt. Hier war noch irgendwo eine Kryo-Waffe. Die nehmen wir uns natürlich noch mit. Denn die ist eigentlich ganz gut. Hat die 100? Die hat 100. Sehr schön. Weiter geht's. Wir müssen bestimmt noch gegen irgendwas Großes kämpfen. Zeit zu gehen. Oh nein, was sieht sie? Ach, das. Na toll. Hey! Geschafft! Was ist das für ein Ding? Ich hab kurz in seinen Kopf geguckt. Frag lieber nicht. So, nicht, dass die alle noch aufstehen. Wo zum Teufel ist Niles? Hatte so gute Waffen. Meine Güte. Offenbar hat jemand meine Sires aus ihrer langen Ruhephase geweckt. Wer das wohl gewesen sein könnte? Ja, keine Ahnung. Del, bereit machen! Was ist das? Kate, noch mehr! Ich seh's! Oh, meine Sires hatten schon so lange keinen Auslauf. Ich wollte mal ganz kurz ein Stückchen zurückgehen. Ach, da kann ich durch, dann auch. Okay, weiter. Ich hab dich doch eingefroren. Das waren alle. Dann weiter, Niles hinterher. Na los. Oh. Hey, Niles, wir sind noch da. Ich glaub echt nicht, dass er dich hört. Ist mir echt egal. So, hier gibt es zum Glück keine Monster. Okay, das ist einen da. Kommst du auch raus? Wahrscheinlich bald. Das ist so zugefroren. Los, öffnen wir sie. Oh. Das ist doof. Hi. Schon. Und sie mag die Kälte gar nicht. Gut zu wissen. Ich bin der
Hast du die Gedanken des Viehs gelesen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das war. Es war wütend. Jack, Schockfalle. Ist hier hinten irgendetwas? Keine Ahnung. Lass ich mal hier liegen. Wir haben ja, glaube ich, noch ein bisschen was. Wo schnappt er mich hin? Dankeschön. Labor ist sauber. Weiter geht's. Das Interesse meiner Sires an Selbsterhaltung war immer mangelhaft. Aber seid versichert, der Matriarchin entkommt ihr nicht. Ja, ich glaube, hier oben waren wir doch schon mal drin, oder? Ich guck doch mal sicherheitshalber nach. Ja, hier waren wir, haben irgendwas ausgemacht. Ich überlege gerade. Ach, wir kamen aus der Richtung. Da. Niles verliert irgendwas. Anscheinend ist er hier lang. Hallo. Da ist er. Verdammt! Jack, kannst du was machen? Jack, schock es! Los, komm schon! Nix. Auch nix, braucht man alles nicht. Direkt hinter dir, Niles. Naja, ich weiß nicht, wo uns jetzt hinführt. Das lässt sich nicht ändern. Der Planet gehört Ihnen. Ich will hier nicht rein. Jetzt oder nie! Töten wir dieses Ding! Da! Auf dem Rücken! Willst du mich verarschen?
Kloster weg! Vorsicht! Schieß auf den Rücken! Scheiße!
Verbindung zu mir, was? Schalte ich dich aus! Wow! Wir wollten hier alles gerade biegen, aber ich hab's noch schlimmer gemacht. Und du bist sicher, dass es echt war? Das war's. Okay, vielleicht wird sie uns, ich weiß nicht, irgendwie helfen. Würde sie, wenn sie könnte. Aber sie ist nicht mehr meine Mutter. Und wer ist sie dann? Ihre Königin. Komm schon, lass uns verschwinden. Haben. Und da als Vorhersage sich bewahrheitet, brauchen wir einen neuen Plan. Nein, wir brauchen den alten Plan. Und den Hammer der Morgenröte. Oh, Gott sei Dank. Braucht ihr vielleicht ein Taxi? Wie habt ihr uns gefunden? Glaubst du, ich überlasse dir eine einzigartige Technologie und kann sie nicht bis zum Mittelpunkt des Planeten verfolgen? Ja, ja, schon gut. Und apropos einzigartig, hilf mir mal mit dem Skiff. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja. Und jetzt müssen wir es töten. Ist sie, du weißt schon, okay? Nicht wirklich. Aber ich habe da mal eine Frage. Wie lange wird es dauern, den Hammer der Morgenröte zu aktivieren? Lustig, dass du fragst. Die Festplatte, die du vor ein paar Monaten gefunden hast, über die UUR. Ja? Interessantes Zeug. Wie interessant? Wirst du sehen. Ich habe zum Glück einen alten UUR-Kontaktmann. Ab nach Hause, Sam. Geklappt, Tim. Willkommen in Vaskar, Heimat des geheimen Raumfahrtprogramms der Union Unabhängiger Republiken. Ich war vorher noch nie in UUR-Gebiet. Bist du jetzt auch nicht. Vaskar war unabhängig. Der UUR blieb nur die Ehre der Besetzung. Verzeihung, Befreiung dieses ruhmreichen Landes. Okay, wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, dass hier draußen nur noch wütende Nomaden leben? Das ist Garen Paddock, der mit Abstand wütendste aller Nomaden. Das ist ein UUR-Kontaktmann? Ich mag zwei Dinge nicht, Bert. Die Chor und Kinder. Und du bringst mir beides. Weißt du, was ich nicht mag? Alte Männer und Wüsten. Und doch sind wir hier. Die gefällt mir. Kommt mit. Das Raumfahrtprogramm der UUR war viel weiter fortgeschritten, als die Corps öffentlich zugeben wollte. Irgendwo in diesem Raumhafen befindet sich eine Rakete mit funktionstüchtigen Hammer der Morgenröte-Satelliten. Ich glaube, wir können das System wieder hochfahren und dem Schwarm eine volle Breitseite verpassen. Wenn die UUR Satelliten in den Pendulum kriegen hatte, warum setzte man sie nicht ein? Die Politiker wollten einen Waffenstillstand.
Ein Satellitenstart hätte weitere 100 Jahre Krieg bedeutet. Aber einige vom Militär wollten ihn trotzdem starten. Tja, und das führte irgendwie zu einem klitzekleinen Bürgerkrieg. Wir kennen den Grundriss des Raumhafens. Wo sind die Satelliten? Versuch zum Raketenhangar. Hier. Die Sturmfronten machen einen Flug über die Wüste unmöglich. Und da kommt euer Skiff ins Spiel. Frage. Wissen wir, ob die Satelliten noch funktionieren oder überhaupt kompatibel sind mit unseren? Antwort: wissen wir nicht. Und da kommt ihr ins Spiel. Außer ihr seid dafür zu feige. Oder zu dumm. Oder zu schwach. Wer ist das? Ein Freund, ob du es glaubst oder nicht. Macht euch mit dem Aufbau dieser Anlage vertraut. Es besteht die Chance, dass sie unter dem Sand vergraben ist. Und kommt zu mir, bevor ihr geht. So, Freunde. Ah, was für ein Kampf. Genau, war ein bisschen ruhig gewesen. Ich habe das Ganze schon ein paar Mal versucht. Die ganzen paar Male habe ich weggelassen, weil das wäre echt ein sehr langes Video gewesen. Ich glaube, über 2 Stunden habe ich an denen gekämpft. Ja, habt ihr mal wieder Nacht geschlafen, geduscht, ganz entspannt, ging nochmal wieder ran. Hab auch da ein paar Versuche gebraucht. War schon ein paar Mal knapp dran, aber dummerweise immer einen falschen Schritt und dann war ich halt weg. Das war schade. Genau, deswegen war ich jetzt ein bisschen ruhig, damit ich da konzentriert bleibe. Ansonsten habe ich nur rumgeflucht, also in diesem Sinne habt ihr nichts verpasst. Ja. Hoffe, dass das Ganze beim nächsten Mal, dass wir nochmal auf sowas Großes treffen, denn das macht keinen Spaß. Hat nicht gefetzt. Wenn man wenigstens 2 Dinger hätte, aber einmal draufgelascht und einmal zu nur ran, dann hat er das geschnappt und hat er das zerrissen. Das war echt schwer. Ja. Das Monster an sich nicht nur halt, dass man halt bei jeder kleinsten Berührung fast tot war. Das war ein bisschen nervig. Dell war auch keine große Hilfe, weil Sophie hat nicht gemacht. Achtung, er kommt jetzt oder er hat dich erwischt, mach dich schnell weg. Hat er nicht viel gesagt. Wenn er mal günstig mit dem Rücken zu ihr stand, also sie mit dem Rücken zu ihm stand, dann hat er auch mal drauf geschossen. Ansonsten hat er auch drauf geschossen, aber es hat halt nicht wirklich Schaden gemacht, hat nichts gebracht. Ich glaube, das kann man dann, wenn man das zu zweit macht, viel, viel besser machen kann. Der eine ist immer einfrieren, der andere mal hinten dran stehen. Dann funktioniert das ziemlich cool. Check war eine große Hilfe. Habe ich erst spät gemerkt. Da hatte ich das schon sehr, sehr oft versucht. Dass mit den Einfrieren die Komponenten suchen, haben sich tatsächlich wirklich gelohnt. Das Ganze war nicht schlecht, dass wir ihn da nochmal einfrieren konnten. Dann das Upgrade, wenn wir die scannen und die gescannt sind, dass er 20 Minuten Schaden macht, hat auch viel geholfen. Von daher lief alles ganz gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr das gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, also mich abonniert und den Videos den einen oder anderen Daumen nach oben gibt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und mal gucken, wie es das nächste Mal weitergeht. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ich suche noch kurz die Maus. Jetzt habe ich sie. Bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.